Herzlich willkommen zum Online-Gottesdienst der christlichen Freikirche. Hey, wir freuen uns total, dass du dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Und jetzt machst du doch einfach bequem, lehn dich zurück, aber vor allem sei gespannt, weil weißt du, Gott will dir heute begegnen, er will zu dir sprechen und deswegen mach doch einfach dein Herz auf und lass dich überraschen, was er für dich vorbereitet hat. Und jetzt viel Spaß. Guten Morgen, auch von meiner Seite. Und ich möchte mit Gebet starten. Vater, ich danke dir, dass du da bist heute Morgen. Jesus, du hast versprochen, da wo zwei oder drei versammelt sind in deinem Namen, da bist du mitten unter ihnen. Und wir sind sogar mehr als zwei oder drei heute Morgen. Und danke, dass du heute hier bist. Danke, dass du redest zu uns. Und ich bete, dass du jetzt alles groß machst, was von dir ist und dass du alles wegnimmst, was nicht von dir ist. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen für den ein oder anderen oder die ein oder andere, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Stefanie Gramer. Ich leite zusammen mit meinem Mann Jürgen den Standort in Mühldorf. Wir sind das erste Baby, was aus Trostberg quasi geboren wurde. Trostberg war zuerst da und dann hat Trostberg Mühldorf gegründet. Und wir dürfen diesen Standort zusammen leiten, durften den aufbauen. Wir sind jetzt seit 14,5 Jahren verheiratet. Wir haben 4 Kinder, 13, 12, 7 und 5. Kann man sich vorstellen, da ist ein bisschen was los zu Hause. Und ich bin jetzt seit Anfang dieses Jahres zuständig für das Thema Evangelisation in der gesamten christlichen Freikirche. Was heißt das, Evangelisation? Das heißt einfach nur, ich bin total begeistert von Jesus. Und ihr seid auch begeistert von Jesus. Und ich zeige euch, wie kann man diese Begeisterung mit anderen Menschen teilen. Mehr heißt das eigentlich nicht. Ja, wir sind in der Predigtserie 365 und der Titel heute heißt 365 Tage im Jahr dynamisch sein. Das hört sich schon so an, dass du denkst, Sonntagmorgen, dynamisch. Ich bin froh, dass ich es hergeschafft habe aus dem Bett. Das ist die einzige Dynamik. Oder wie war das? Ich atme, produktiver wird es heute nicht mehr. Ich möchte uns aber so ein bisschen mit reinnehmen, woher kommt denn das Wort Dynamik oder dynamisch zu sein? Und das Wort kommt aus dem Griechischen und bedeutet Dynamos oder Dynamis. Das heißt Kraft, Leistungsfähigkeit, Können, Vermögen. Und da stammt auch dieses Wort Dynamit her. Und das ist natürlich, da kommt man so richtig in Schwung bei dem Wort, da denkt man schon an pff. Synonyme dafür, für dieses Wort sind schwungvoll, voll innerer Triebkraft, agil, aktiv, energiegeladen, feurig, kraftvoll, lebhaft, rege, rührig, beschwingt, tatkräftig, temperamentvoll und vital. Jetzt frage ich dich, fühlst du dich 365 Tage im Jahr dynamisch wie eine Stange Dynamit? Du schießt morgens aus dem Bett. Boom! Ich nicht. Also ich bin ja wirklich ein Morgenmensch. Ja? Also wirklich, Gott sei Dank. Bei 4 Kindern brauchst du das, dass du ein Morgenmensch bist. Ich stehe auf und bin eigentlich nach einer Tasse Kaffee gut gelaunt. Aber ich fühle mich jetzt nicht das ganze Jahr schwungvoll, voller innerer Triebkraft, aktiv, temperamentvoll, vital. Ich glaube, keiner von uns kann sagen, dass er das jeden Tag ist. 7 Tage die Woche und das 365. Ich möchte euch noch das Gegenteil sagen. Und da können wir hoffentlich auch sagen, das sind wir nicht. Das Gegenteil von dynamisch sein ist statisch sein. Das sind wir hoffentlich auch nicht, 365. Und ich habe 3 Punkte mitgebracht für heute, weil 3 Punkte kann man sich immer gut merken. Wir in Mühldorf, wir lieben 3-Punkte-Predigten. Die sind super. Dann weißt du immer, wenn dich einer Mittwoch fragt, was war denn Sonntag so das Thema? Dann kannst du immer sagen, ich weiß noch, es waren 3 Punkte. Ich kann mich jetzt zwar nicht mehr an die 3 Punkte erinnern, aber es waren 3 Punkte. Also immer ein guter Anhaltspunkt. Und mein erster Punkt heute Morgen ist, Gott ist ein dynamischer Gott. Gott ist ein dynamischer Gott. Das Gegenteil, haben wir gerade gesagt, ist statisch. Gott ist nicht statisch, sondern Gott ist ein dynamischer Gott. Und wir könnten jetzt anfangen, schon im Alten Testament bei Adam und Eva, schon bei der Schöpfungsgeschichte könnten wir anfangen und sehen, Gott ist dynamisch. Gott hat gesagt, es ist nicht gut hier, wir wollen doch Menschen schaffen, wir brauchen doch Gesellschaft. Warum hat er gesagt wir? Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist waren bereits bei der Schöpfung zusammen und haben gesagt, lasst uns Menschen machen.
nach unserem Bild uns ähnlich. Da ging es schon los. Da hat Gott schon Dynamik gezeigt und hat gesagt, mir fehlt was. Ich brauche Menschen, ich brauche ein Gegenüber. Ich möchte Gemeinschaft haben mit jemandem. Ich will Menschen schaffen. Da fing das schon an. Und so könnte man durchs ganze Alte Testament dann durchgehen über den Sündenfall, wo Gott gesagt hat, ich muss was machen. Wir brauchen eine Lösung. Der Mensch ist getrennt von Gott durch die Sünde und ich muss eine Lösung schaffen. Und wir schwappen rüber ins Neue Testament. Gott ist dynamisch, er hat eine Lösung gefunden. Er hat von Anfang an eine Lösung gehabt. Und die Lösung für das Problem der Sünde heißt Jesus Christus. Und ich möchte lesen im Johannes 3, Vers 16 bis 18. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes glaubt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er in Aktion getreten ist. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr. Die Motivation hinter dieser Dynamik ist Liebe gewesen. Liebe ist die Motivation Gottes. Liebe ist der Grund, warum Gott ein dynamischer Gott ist. Er hat gesagt, wir brauchen einen Ausweg aus diesem Sündendilemma und deswegen muss ich in Aktion treten, deswegen will ich in Aktion treten. Gott ist ein dynamischer Gott, weil Liebe setzt in Bewegung. Wenn einer von euch Kinder zu Hause hat oder irgendeinen Menschen, den er ganz, ganz doll liebt und du siehst, dass dieses Kind oder dieser geliebte Mensch irgendwo kurz davor ist, von der Klippe runterzufallen, dann setzt dich diese Liebe in Bewegung, dass du lossprintest, dynamisch wirst und was tun willst, damit genau das nicht passiert. Und das ist ein ganz gutes Bild, um zu vergleichen, was Gott für uns getan hat. Er hat gesagt, ich liebe dich so sehr, ich muss in Aktion treten. Liebe setzt in Bewegung. Also erster Punkt, wenn dich Mittwoch einer fragt, Gott ist ein dynamischer Gott. Und dann möchte ich mit uns lesen in Markus 16, Verse 15 und 16. Und wir sehen hier die letzte Szene, bevor, was Jesus zu seinen Jüngern spricht, ja, bevor er geht und er sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Vers 20, sie aber, also die Jünger, gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Wir kennen das, wenn jemand vielleicht auf dem Sterbebett liegt oder weiß, er hat nur noch wenige Tage zu leben. Oder man kann auch mal googeln, das ist ganz interessant, das habe ich heute Morgen gemacht. Die letzten Worte bedeutender Menschen. Wenn jemand am Gehen ist, diese Welt am Verlassen ist, dann redet der kein Blödsinn mehr. Sondern der sagt das, was ihm wirklich im Herzen brennt. Der sagt nicht, heute Mittag war es Schnitzel gut. Oder Gerda, denk dran, die Blumen zu gießen, wenn ich weg bin. Oder so. Ja, also irgend so was Banales, so was man den ganzen Tag so vor sich hin sagt. Sondern wenn jemand im Begriff ist, diese Welt zu verlassen, dann sagt er das, was ihm so richtig auf dem Herzen brennt. Und das, was Jesus gesagt hat, ist, geht hin in die ganze Welt und gebt dieses Evangelium, die frohe Botschaft dafür, dass Jesus für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Bringt das raus in die Welt, tragt das raus. Das heißt, Punkt 2 ist, unser Auftrag ist dynamisch. Wir haben einen Auftrag bekommen, der ist nicht statisch, der lässt uns nicht an unserer Stelle stehen, sondern der schickt uns raus in die Welt, in alle Welt raus. Und wir lesen dann hier im Vers 20, sie gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Gott hat sich dazugestellt, Gott hat gesagt, super, die kommen in Aktion, die bewegen sich, die Jünger, und ich bin dabei und bekräftige das mit Zeichen und Wundern. Ich bin voll dabei, weil ich bin dynamisch, unser Auftrag ist dynamisch. Und jetzt könnte man sagen, ich muss mich
anstrengend. Das klingt schon wieder so nach Arbeit, oder? Ich muss dynamisch sein. Ich muss. Und das ist ja so oft das, was man denkt, boah, im Christentum, da gibt es so viel, was du sollst und was du musst und was du nicht darfst und was du wieder doch sollst. Und es klingt schon wieder so nach Arbeit. Ich habe es gewusst, jetzt habe ich es geschafft, hier Sonntagmorgen herzukommen. Und jetzt kriegst du schon wieder was in Auftrag. Falsch. Ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass wir diese Dynamik nur entwickeln können, wenn wir die gleiche Liebe verspüren, die Gott verspürt. Liebe setzt uns in Bewegung. Und wie kriegen wir die Liebe zu den Menschen? Wie kriegen wir diese Liebe, dass wir da rausgehen und sagen, ich will das Evangelium dieser Welt bringen? Die kriegen wir nur, wenn wir näher zu Gott rutschen. Und das ist auch was Dynamisches, das ist auch was Aktives, dass wir näher an Gott ranrutschen und sagen, zeig mir die Liebe für die Menschen. Gottes Herz schlägt für Menschen. Wenn wir näher an seinen Herzschlag rücken, dann spüren wir Menschen, 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 Menschen. Und wenn du in dir spürst, ich will aber nicht da raus, ich will aber kein Evangelium predigen, ich will das, ich bin nicht der Typ dafür, ich will auch nicht dynamisch sein, dann gebe ich dir einen guten Rat, dann schließ dich doch erstmal in deinem Kämmerchen ein und rück näher an Gott ran. Lass dir seinen Herzschlag zeigen und dann fließt das aus dir raus. Das ist so, wie wenn wir das versuchen zu produzieren. Kennt ihr Leute, die versuchen, lustig zu sein? Also, ich komme ja aus dem Rheinland und ich bin eigentlich so ein, man sagt ja, die Rheinländer Frohnatur. Und wo ich mich immer fremd schäme, ganz schrecklich, ist, wenn jemand versucht, lustig zu sein und ist nicht lustig. So, und versucht dann einen Witz zu erzählen und du denkst schon, oh, so unterwegs, komm, lass stecken. Erzähl's gar nicht fertig. Und so ist das, wenn wir uns versuchen zu verkrampfen, dynamisch zu sein, fröhliche Christen zu sein. So in etwa ist das. Und ich glaube, dass das auch so ungefähr nach draußen wirkt. Deswegen die einzige Möglichkeit, diesen Herzschlag Gottes zu spüren, ist näher an Gott ranzurutschen und seine Dynamik, seine Liebe in uns aufzunehmen und dann rausfließen zu lassen. Gott ist ein dynamischer Gott. Unser Auftrag ist dynamisch. Und jetzt kommt die Frage an dich, bist du dynamisch? Das ist vielleicht Sonntagmorgen um die Uhrzeit die falsche Frage. Bist du dynamisch? Und ich will euch ein bisschen mit reinnehmen, wie es mir die letzten Wochen und Monate oder eigentlich schon fast dieses ganze Jahr ging. Und wer mich kennt, weiß, dass ich eigentlich vom Typ her schon so der... Kennt ihr noch die Duracell-Häschen? Also... Wer ist älter als 30? Die kennen noch die Duracell-Häschen. Die kamen früher immer in der Werbung, da waren immer so kleine Häschen mit Batterien drin und die hatten so eine kleine Trommel. Und dann haben die alle getrommelt und dann wurde irgendwann das langsamer. Nur der Hase, der die Duracell-Batterie drin hatte, der hat natürlich weiter getrommelt. So, das ist immer noch so ein feststehender Begriff, wie so ein Duracell-Häschen. Und ich bin eigentlich eher so das Duracell-Häschen. Zumindest war ich das. Bis Corona kam. Und ich bin jetzt wirklich ganz ehrlich, weil ich glaube, dass ganz viele sich damit identifizieren können, wie es mir ging und wie es mir auch teilweise noch geht. Und sagen wir mal, ich wäre jetzt der Typ eher auf der Seite vom Pferd zu fallen, ich mache zu viel, als ich mache zu wenig. Ich bin jetzt nicht der statische Typ, sondern ich bin eher dann der überdynamische. Und jeder von uns hat so jetzt im Kopf, welcher Typ bin ich? Bin ich eher der... Ach nö, oder bin ich eher der, wir müssen doch alle viel mehr machen? Und ich bin eher der, wir müssen alle viel mehr machen Typ. Ich bin auch der Typ, der so ein Veränderungsjunkie ist. Kennt ihr das so? Ich brauche ab und zu Veränderung. Ich bin nicht der Typ, der 83 Jahre am selben Ort lebt und jeden kennt im Ort und da drin aufgeht, sondern ich bin der Typ, der so alle paar Jahre mal Veränderung braucht. Wir sind jetzt 7 Jahre in Mettenheim. Ich kenne schon jeden Dackel, der vorbeiläuft und eigentlich ist schon... Wäre schon wieder gut jetzt so. Mal wieder Zeit für einen Wechsel. Und ich bin begeistert von Jesus und ich glaube auch, ich kann diese Begeisterung teilen und Leute mitnehmen. Und dann aber kam Corona. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe das am Anfang nicht so wirklich ernst genommen, die ganze Geschichte. Man hat das so verfolgt, das war dann in China und dann irgendwie, jetzt haben wir da auch irgendwie ein paar Fälle. Aber plötzlich hat das Ding eine Dynamik angenommen. Und das von jetzt auf gleich, von... Zack,
Oder geht es nur mir so? Also mir ging es wirklich so, dass ich gesagt habe, stopp, mir geht das irgendwie alles zu schnell. Und plötzlich hieß es Lockdown. Und ich weiß noch, wir saßen im Office drüben, das war Dienstag und Freitag kam dann der Lockdown. Und dann war das letzte Live-Treffen, was wir so als pastorales Team hatten. Und dann sagt der Pastor Robert, passt auf, es wird einen Lockdown geben. Und wir haben schon eine Domain uns gesichert, Wohnzimmer-Church. Und wir werden jetzt alles auf online umstellen. Und ich saß da drin und hab gedacht, und bis heute Abend habt ihr alle das, was ihr niemals haben wolltet. Facebook, Instagram. Und ich habe irgendwie gedacht, Also ich bin jetzt noch nicht steinalt, aber ich gehe jetzt auch schon auf die 40 zu, okay? Ich bin in den guten 80er, 90er Jahren aufgewachsen, wo die Welt noch in Ordnung war. Oder irgendwie so war das Gefühl auf jeden Fall. Und ich will das alles nicht, diesen ganzen digitalen Mist. Kennt ihr das so, dieses Gefühl irgendwie, dass das... Irgendwie mir hat's völlig die Luft genommen. Und das war so von heute auf morgen. Und dann kam der Lockdown. Und dann habe ich 4 Kinder zu Hause sitzen. Und jeden Tag kommt eine neue E-Mail von der Grundschule, vom Gymnasium. Ja, wir stellen jetzt um auf digitalen Unterricht. Wir machen jetzt das. Und, und zwischendrin noch ein Kindergartenkind. Und ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Und ich lege euch das jetzt echt so hin, weil ich glaube, dass es vielen von uns so ging. Und alle machen immer heilig, Halleluja, alles ist super. Und es ist alles super. Wir sind errettet, wir sind erlöst, wir haben Jesus und uns geht's gut. Aber die Umstände sind irgendwie, das ging mir alles zu schnell. Obwohl ich ja ein Veränderungsjunkie bin. Aber das war mir jetzt irgendwie dann alles zu viel. Naja, irgendwie haben wir uns dann durchgeschafft bis zu den Sommerferien. Und haben uns dann auch digital besser aufgestellt. Und man hat so das Gefühl gehabt, so, okay, wir haben jetzt irgendwie alles wieder im Griff. Und dann habe ich gedacht, oh Gott sei Dank, jetzt ist das vorbei. Und dann hieß es auf einmal, jetzt kommt die zweite Welle und das kommt im Herbst wieder. Und ich habe gedacht, nein, ich will das nicht nochmal. Und jetzt plötzlich haben die Lehrer angefangen, ständig was zu schicken, digital. Obwohl die Kinder ja wieder Präsenzunterricht hatten und alles lief ja eigentlich wieder super. Aber damit man im Thema bleibt, alles digital, 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 digital. Und für mich ist das so, hat sich das so richtig aufgebaut. Und ich habe schon gemerkt, wie ich morgens überhaupt nicht mehr so dynamisch aus dem Bett gesprungen bin, sondern jeden Morgen gedacht habe, ich will nicht mehr. Jeden Tag was Neues, mir geht das alles zu schnell, zu schnell, zu schnell. Kennt das wer? Lasst die Hände unten, lächelt erlöst und heilig, alles gut. Ja, und plötzlich habe ich gemerkt, ich muss eine neue Entscheidung treffen für mich. Und ich war wirklich so weit, ich habe wirklich so eine richtige Trauerphase hingelegt. Ich war wirklich so, dass ich gesagt habe, obwohl ich gar nicht der Typ dafür bin, an einem Alten festzuhalten. Ich bin eigentlich wirklich, ich will Neues, ich will das ja. Aber irgendwie habe ich gedacht, ich will meine gute alte Zeit zurück. Ich will, dass alles wieder so ist wie früher. Ich will kein Digital, ich will alle live sehen und ich will auch kein blödes Smartphone. Ich will mein altes, pinkes Nokia-Handy zurück. Wisst ihr, was ich meine? Ich will das alles nicht. Und ich habe so einen richtigen Tiefpunkt gehabt. Und mein absoluter, tiefster Tiefpunkt, den man sich vorstellen kann, war der, dass ich gesagt habe, ich freue mich auf meinen Geburtstag, der war Mitte Oktober. Ich fahre zu meinen Eltern, habe mich gefreut, das Wochenende mal ohne Enkel, nur ich, Tochter, fahre zu den Eltern. Und kurz vorher ist Mühldorf Risikogebiet geworden und ich durfte nicht ins Rheinland einreisen, weil ich hätte dann 2 Wochen in Quarantäne müssen. Ich habe das ganze Wochenende, ungelogen, von Freitag bis Sonntag nur geheult, nur. Jedem, der mir begegnet ist, und keiner kennt mich so, weil ich normalerweise immer diejenige bin, die einen blöden Spruch hat oder ein lustiges Witzchen. Und ich war nur noch fertig. Ich habe so eine richtige Trauerphase gehabt. Konnte man gar nicht mehr in Worte fassen. Und ich habe gewusst, ich muss eine neue Entscheidung treffen. Bin ich ein Jünger Jesu? Bin ich ein Nachfolger Jesu? Auch in diesen Zeiten. Und den Gedanken mal zu Ende durchzuspielen, selbst wenn es nie mehr anders wird. Habt ihr das schon mal? Da will man gar nicht hin in die Richtung, gell? Aber selbst wenn es nie mehr anders werden würde, bin ich bereit zu sagen, ich gehe hinaus in die Welt und predige das ganze Evangelium. Und wenn es digital sein muss, dann eben digital. Ich habe mich angemeldet für einen digitalen Workshop, um mich mit diesem Thema zu befassen. Kann es euch sagen, was mich das gekostet hat, auf diesen Button zu klicken? Allein schon das Wort Button
reicht mir schon. Und es ist wirklich so, wir müssen uns neu positionieren. Und wenn wir jetzt, da wird immer groß drüber diskutiert, sind wir jetzt denn, ja, geht die Welt jetzt zu Ende langsam? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, eigentlich ist es auch egal. Unser Auftrag ist der, was wir eben gelesen haben, geht hinaus in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ob die Welt jetzt noch 200 Jahre besteht oder 20, das spielt keine Rolle. Überhaupt keine Rolle. Unser Auftrag ist derselbe. Ich sag's euch, an den Punkt zu kommen, hat eine Weile gedauert. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Und vielleicht die Jüngeren hier drin denken, hoho, die Alte. Für euch ist das normal. Ihr seid damit groß geworden. Ja? Ihr klickt drei Knöpfe, ist schon peinlich genug, dass mein 13-Jähriger mir ständig mein Smartphone erklären muss. Ich bin ja froh. Und hey, holt euch Hilfe bei den Jungen. Die können das tatsächlich. Aber es ist wirklich so, wir müssen uns neu aufstellen. Wir müssen uns neu positionieren und sagen, Jesus, ich folge dir nach. Und wenn es digital sein muss, dann ist es digital. Und der Jürgen war bei seinen Freunden in Ulm beim Grillen, das war irgendwann im Sommer. Und dann kam der völlig geschockt zurück. Und der Jürgen ist noch weniger affin, was dieses ganze Technische anbelangt, als ich. Also da bin ich schon der richtige Crack zu dem Thema. Und der kam dann völlig schockiert zurück, hat sich mit drei Kumpels da zum Grillen getroffen, alle Ü50. Und dann hat er gesagt, hey, und Wohnzimmer-Church, und guck das dann mal auf Facebook oder hier, und das kam auch schön auf WhatsApp. Und er, WhatsApp habe ich nicht, Facebook auch nicht. Ach, abgewunken, sagt er, die lassen es alle auslaufen. Die lassen es alle auslaufen, die machen das Fass gar nicht mehr auf, dieses digitale Fass. Die sagen einfach, sollen die Jungen das machen, interessiert mich alles nicht mehr. Und ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich kann dich verstehen, ich kann sie alle verstehen. Ich würde dieses Fass am liebsten auch nicht aufmachen, würde sagen, komm, passt soweit, hab meinen Teil getan. Aber das ist nicht unser Auftrag, Leute. Und das spielt keine Rolle, ob du 20 bist, 40 bist oder 80 bist. Wir müssen uns auf das Abenteuer einlassen, ob wir wollen oder nicht. Und ich feiere unsere Emma. Die Emma aus Mühldorf, die Emma ist über 80. Und die Emma hat alle Online-Gottesdienste während dem Lockdown auf ihrem eigenen Smartphone angeguckt. Und ich feiere die Emma. Mit 80 könntest du wirklich sagen, komm, höre ich mir die Telefonpredigt an. Und das ist auch gut. Das ist super. Aber hey, wie cool ist das denn, wenn jemand mit 80 sagt, ich mache das noch. Als wir damals in der Bibelschule waren in Amerika, da war eine Dame, die war 93. Die hat die Rema-Bibelschule absolviert. Die hat im Studentenwohnheim gewohnt. Wie cool ist das denn? Die ist jeden Morgen mit den 18-Jährigen über die Straße geschlurft in den Unterricht. Und ich habe gedacht, ich feiere dich. Du bist 93. Du sagst nicht, mein Leben ist jetzt schon fast vorbei. Ich habe meinen Teil getan, lass stecken. Die hat gesagt, hey, vielleicht werde ich 150. Keine Ahnung. Mein Leben liegt vor mir. Meine beste Zeit liegt vor mir. Ich lass mich drauf ein. Ich gehe. Ich mach das. Und wie cool ist das? Und ich schäme mich schon fast, mit 38 zu sagen, ich habe ernsthaft drüber nachgedacht, abzuklemmen. Und falls du hier drin sitzt und denkst, ich klemme auch ab, vergiss es, wir gehen da zusammen durch. Wir lassen uns auf das Abenteuer ein, wir sind Nachfolger Jesu. Und ob uns das Spaß macht oder nicht, das spielt mal keine Rolle. Ich habe mir dann auch gedacht, wir stellen uns eh an, gell? Wenn du überlegst, was die ersten Christen damals mitgemacht haben. Die sind verfolgt worden, die sind gesteinigt worden, die sind was weiß ich was alles. Und wir stellen uns an, weil wir ein Smartphone bedienen müssen. Jammern auf hohem Niveau, sagt mein Vater immer. Und da ist was dran. Und wir kommen nicht aus, dieses Thema Digitalisierung wird uns verfolgen. Das wird uns verfolgen. Und kennt ihr die letzten 7 Worte einer sterbenden Kirche? Das haben wir schon immer so gemacht. Das sind übrigens auch die letzten 7 Worte eines sterbenden Christen. Das habe ich schon immer so gemacht und so mache ich das weiter. Wenn wir uns auf nichts Neues einlassen, wenn wir nicht dynamisch mitgehen mit dem, wie die Welt sich entwickelt, sind wir raus. Sind wir ganz einfach raus. Und es gab viele Kirchen, die in dieser Zeit gesagt haben, wir stellen nicht auf online um. Wir nutzen die Zeit zum Beten und zur Ruhe zu kommen. Viele von denen sind heute nicht mehr am Leben. Und ich will das nicht verurteilen. Das muss jeder für sich selber vor Gott verantworten. Wirklich. Das muss jeder für sich wissen. Aber wenn wir mit dieser Dynamik, die das Ganze jetzt angenommen hat, die Welt angenommen hat, nicht mitgehen,
dann werden wir als Kirche aussterben. Aber wie gut, dass die nächste Generation schon die Hand am Staffelstab hat, dass die nächste Generation, deswegen feiere ich die vielen jungen Leute, die hier sind. Oh Gott, ich bin so alt, wenn ich schon sage, die jungen Leute. Aber ja, die nächste Generation ist am Start und wir müssen die Tür aufmachen, damit die nächste Generation einmarschieren kann. Und die Kombination aus der Weisheit, der Lebenserfahrung, jetzt hätte ich fast gesagt, von uns Alten, von uns Gereifteren, die wir schon ein paar PS, kmh mehr auf dem Tacho haben, wenn wir das kombinieren mit der Dynamik, mit der Kreativität, mit den Ideen und mit der Weisheit, die die Jugend hat, was das Thema Digitalisierung angeht, wenn wir das kombinieren, dann haben wir eine unschlagbare Kraft. Aber dafür müssen beide Seiten Ja sagen. Die Jungen dürfen nicht denken, die Alten checken es eh nicht und die Alten denken nicht, ich bin raus. Und ihr wisst, was ich mit alt meine. Ich schließe mich damit ein. Alles Ü30 so ungefähr. Wir, die wir schon einfach eine andere Zeit erlebt haben. Auftrag und Wesen der Kirche haben sich nicht verändert. Nicht in Corona-Zeiten und es wird sich auch nicht verändern in Zukunft. Wir haben immer noch den Auftrag. Geht hinaus in die ganze Welt, predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das bleibt das Gleiche, aber die Form der Erreichbarkeit hat sich verändert. Es hat sich einfach was verändert und ich glaube, ganz ehrlich, es bleibt. Zumindest ein Teil wird uns bleiben. Wissen wir, ob es nicht Covid-21 geben wird oder weiß der Kuckuck, was sonst noch alles kommt? Wir haben keine Ahnung. Deswegen möchte ich dir, jedem persönlich von uns, ans Herz legen. Sag nochmal ganz neu Ja. Ganz neu Ja zu dem Auftrag, den Gott dir gegeben hat. Jeder von uns hat diesen Auftrag bekommen. Nicht die super Evangelisten, nicht die, die eh gut reden können, sondern jeder einzelne Christ hat den Auftrag, da draußen Licht zu sein in der Welt, Salz zu sein in der Welt, Botschafter an Christi Stadt, sagt die Bibel, zu sein, rauszugehen und das Evangelium zu predigen. Und wenn du so eine Selbstmitleidsparty am Feiern bist und ihr könnt freundlich lächeln und einfach nichts anmerken lassen und bestimmt kann ich mir vorstellen, sind einige von uns dabei, denen es so geht, die denken, so ein Mist, dann komm raus da. Bleib dynamisch. Bleib, das muss ich ja gerade nochmal lesen hier, energiegeladen, feurig, kraftvoll, tatkräftig, temperamentvoll, beschwingt, aktiv, schwungvoll, das wollen wir alle sein, oder? Wenn uns einer beschreibt, dann hört sich das richtig gut an. Dann müssen wir es aber auch tatsächlich praktisch leben. Ein bekannter Evangelist aus der Schweiz hat einen schönen Ausdruck gesagt, den möchte ich euch noch mitgeben. Ich kann den Schweizer Dialekt nicht nachmachen, ich probiere es auch gar nicht. Er hat gesagt, viele Christen machen Einwöhli in der Höhle. Was heißt das? Jetzt ist gerade so schön schnucklig. Die Corona-Zeit ist gerade eh recht, weil da kann ich eh nicht auf Leute zugehen. Da kann ich sowieso nichts machen. Da bleibt man eh alle daheim und dann machen wir genau das. Einwöhli in der Höhle. Wir machen es uns daheim gemütlich. Und versteht mich bitte richtig, es ist super, wenn man sich daheim mal gemütlich macht. Aber nicht dauerhaft. Sondern hey, wir müssen raus in die Welt. Und der Thomas hat uns eben tolle Möglichkeiten gesagt. Die Wohnzimmer-Church ist zum Beispiel eine Möglichkeit, rauszugehen in die Welt, auch in Corona-Zeiten, wo man vielleicht keinen persönlichen Kontakt haben kann. Oder geh doch mal zu deiner Nachbarin und frag, wie es geht. Oder zu deinem Nachbar. Frag doch mal deinen Arbeitskollegen ganz persönlich. Hey, wie geht's dir? Kann ich dir irgendwas helfen? Magst einfach mal reden. Ruf mal wieder Onkel Egon oder Tante Erna an. Und sag, wie geht's dir? Ich wünsche dir eine coole Adventszeit. Genieß es zu Hause und kann ich irgendwas für dich tun? Es gibt so viele Möglichkeiten, auch in dieser Zeit von Abstand und Distanz dynamisch zu sein und etwas zu finden. Wie kann ich ein Segen für andere Menschen sein? Wie kann ich den Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, erfüllen? Wir lesen noch zum Abschluss 1. Korinther 9, 20 bis 23. Ich habe den schönen Satz gehört.
umarme die Technik. Und ich gebe euch allen, die ihr unter 30 seid, die offizielle Erlaubnis, immer wieder uns daran zu erinnern, umarme die Technik. Wenn du irgendjemanden siehst, der schon über 30 ist und auf seinem Smartphone rumhämmert und schimpft, dann sage ihm, umarme die Technik. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, hier spricht Paulus, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich unter dem Gesetz, damit ich die unter dem Gesetz gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin. Und so weiter und so weiter, Vers 23. Dies aber tue ich, um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Was heißt das für uns? Den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette, heißt es hier. Ich lasse mich ein auf das Abenteuer Digitalisierung, auf das Abenteuer neue Welt, neue Form der Erreichbarkeit, damit ich so viele wie möglich für Christus gewinne. Das ist unser Auftrag. Und ich glaube, so wie der Paulus damals sich hat überwinden müssen, genauso müssen wir uns jetzt überwinden. Genauso ist jetzt für uns die Zeit zu sagen, ich mache das nochmal fest vor Gott. Und es ist einfach, sonntags im Gottesdienst zu stehen und zu sagen, Herr, ich preise dich, du hast mein Leben, du kannst alles mit mir machen, schick mich, wohin du willst, ich will dir dienen, wirklich? Montagmorgen, Donnerstagnachmittag, wirklich? Und wenn Gott zu dir sagt, lass dich auf das Abenteuer Digitalisierung ein, wirklich? Ja. Wenn du eine Trauerphase brauchst, um das hinter dich zu bringen, die gute alte Zeit zu verabschieden, dann mach das. Heul ein Wochenende durch. Und dann steh Montagmorgen auf und sag, auf geht's in ein neues Abenteuer. Auf geht's. Denk an die 93-Jährige. Wir lassen uns auf das Abenteuer ein. Wir gehen dynamisch mit. Deswegen die Frage, Gott ist ein dynamischer Gott. Unser Auftrag ist dynamisch. Bist du dynamisch? Nimm diese Frage jetzt mit in die Zeit, die wir jetzt noch haben, während wir das Lied singen, werden wir ein bisschen zur Ruhe kommen noch und einfach für uns mal Innenschau halten und sagen, wie geht's denn mir eigentlich mit dem Thema? Wie geht's denn mir eigentlich mit der ganzen Entwicklung, wo die Welt hinrast? Bin ich eher der Einwöli in der Höhli-Typ oder bin ich eher der Typ, der sagt, neues Abenteuer, vorwärts, auf geht's? Die Dynamik, das Dynamischsein, Kraft, Dynamis, kann nur entstehen, wenn wir nah bei Gott sind, wenn wir uns seinen Herzschlag zeigen lassen. Nur dann entsteht die richtige Dynamik. Alles andere ist aufgesetzt. Jetzt habe ich doch noch, ich habe gesagt, das ist eine Bibelstelle, aber ich habe noch eine. Aber die ist wirklich gut. Apostelgeschichte 1. Umarme die Technik. Apostelgeschichte 1, 4 und 5. Jesus redet hier und sagt, und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Und dann im Vers 8 heißt es, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wisst ihr, was dieses Wort Kraft in diesem Bibelvers im Griechischen heißt? Dynamis. Ihr werdet Dynamis-Kraft empfangen. Warum? Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir haben empfangen diese Dynamis-Kraft, um Zeuge zu sein, um rauszugehen und das Evangelium zu predigen. Wenn du sagst, ich kann nicht, doch du kannst. Du hast die Kraft bereits in dir. Dynamiskraft ist in dir. Und ich möchte noch zwei Gebetsaufrufe machen. Vielleicht schließen wir einfach alle die Augen dabei. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich habe noch nie so richtig eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, als meinen persönlichen Erlöser. Wenn du noch nie dir bewusst warst, hey,
ich habe so viel Mist in meinem Leben, ich habe so viel Schuld aufgeladen im Laufe meines Lebens. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche jemanden, der das wegwäscht, und zwar komplett. Dann lade ich dich ein, dass du heute Jesus als Erlöser in dein Herz einlädst. Wie kann man das machen? Mit einem einfachen Gebet. Wer im Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt, kommt zur Errettung. Ich bete vor, und wenn du möchtest und sagst, hey, ich glaube das, ich brauche einen Erlöser für mein Leben, dann darfst du gerne mitbeten. Gott im Himmel, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus auf diese Welt gesandt hast. Danke, Jesus, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Ich bitte dich, dass du alles wegwäschst in meinem Leben und mir ein neues, unbeschriebenes Blatt gibst. Mach mich ganz rein und erlöse mich durch dein Blut, Jesus. Amen. Wenn du das heute zum ersten Mal gebetet hast, dann sagt die Bibel, ist Freude im Himmel. Und dann komm doch nachher auf den Manuel zu oder auf mich und erzähl uns davon, denn dadurch wird es erst so richtig real, so wow, neuer Start. Und ich möchte aber auch noch ein zweites Gebet beten, das bete ich für euch. Und einfach, dass ihr in diese Woche geht und nochmal selber eine Entscheidung trefft. Ja, ich will Jünger Jesus sein, auch in dieser Zeit. Vater, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der hier ist heute, und auch für jeden Einzelnen, der das online nachschauen wird. Ich bete, Herr, dass du uns klar machst, dass wir nochmal neu eine Entscheidung treffen müssen. Neu eine Entscheidung treffen, dir nachzufolgen, egal wie die Welt sich entwickelt, egal wie die Zeiten sich entwickeln, Jünger Jesu zu sein. Herr, ich bete, dass du jedem Einzelnen in dieser Woche nachgehst. Ich bete, dass jeder zu dieser Entscheidung kommt, zu sagen, ich lasse mich auf dieses Abenteuer ein. Ich folge dir nach, egal wie sich alles entwickelt. Ich danke dir, Herr, dass du immer bei uns bist. Du hast versprochen, dass du uns nicht verlassen noch versäumen wirst. Ich danke dir, dass die dynamische Kraft bereits in uns ist. Und ich danke dir, dass wir deine Zeugen sind, wo immer du uns hinschickst. Und egal, wie sich's entwickelt. Halleluja. Amen. Nimm dir jetzt noch die Zeit, sing dem Herrn von Herzen. Und falls es dir geht wie mir und du denkst dir, ich möchte das alles nicht, alles, was sich entwickelt, ich möchte das alles nicht, nimm das mit und reiß das dann in dieser Woche durch und sag, ich lasse mich drauf ein auf das Abenteuer. Was für eine coole Predigt. Hey, und wenn du mal live bei einem unserer Gottesdienste dabei sein willst, dann klick einfach auf unsere Homepage. Da findest du raus, wann und wo unsere Live-Gottesdienste stattfinden. Du kannst auch einfach eine Nachricht schreiben oder eine kurze E-Mail. Wir würden es lieben, einfach von dir zu hören. Also, wir sehen uns bald und bis dahin. Ciao.